Vielleicht kommt dir das ja hier bekannt vor. Deine Songs klingen abgemischt eigentlich schon ganz gut, aber noch eher flach und zweidimensional. Aus vielen Videos weißt du natürlich, dass du für einen dreidimensionalen Sound mit ordentlicher Tiefenstaffelung mit Hall arbeiten solltest. Aber Wissen ist ja nun mal nicht Können. Und bevor du mal wieder am großen Thema Hall scheiterst, lässt du es lieber weg und akzeptierst, dass deine Songs ebenso klingen, wie sie klingen. Musst du aber gar nicht, denn ich verrate dir heute ein ganz einfaches Rezept, wie du mit nur 3 kostenlosen Hall-Plugins dafür sorgen kannst, dass jedes Instrument und dein gesamter Mix größer und insgesamt dreidimensionaler klingen. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog, in dem ich dir heute ein kleines bisschen die Angst und die Ehrfurcht vor dem groß und komplex wirkenden Thema Hall nehmen möchte. Aus vielen Zuschriften weiß ich, dass einige Leute vor dem Thema Hall mindestens genauso viel Respekt und Ehrfurcht haben, wie vor dem großen Angstgegner Kompression. Und ich kann auch nachvollziehen, woran das liegt, denn es gibt mittlerweile so unfassbar viele Plugins, mit denen man Hall nachbilden kann, fast so viele oder mindestens genauso viele, wie es auch verschiedene Kompressoren gibt. Und da gibt es zum Beispiel Nachbildungen von echten Geräten, wie zum Beispiel die EMT 140 Hallplatte, das Lexikon 480, das legendäre, oder Nachbildungen, virtuelle Nachbildungen von ganzen Aufnahmeräumen aus Studios, zum Beispiel dem Oceanway Studio oder den Capitol Records Studios. Dann gibt es noch die künstlichen Hallvarianten, wie zum Beispiel der FabFilter Pro Air oder das neue Hofer Reverb Version 2, auch gerade frisch rausgekommen. Unmengen an Plugins, die Unmengen an Einstellungen, an Sounds, Räumen, Halllängen haben. Wie soll man da durchblicken? Pragmatischer Ansatz bei der ganzen Geschichte, und das ist die Basis von unserem Rezept, was wir uns heute mal anschauen wollen, ist einfach die Möglichkeiten zu reduzieren. Und zwar reduce to the min, also reduzieren auf das Minimum. Ähnlich wie bei der LCR-Mix-Methode, bei der man ja seine verschiedenen Panorama-Einstellungen, die man alle so zwischen links, Mitte und rechts unendlich viele wählen kann, einfach reduziert auf links, Mitte und rechts. Das bin ich fast durcheinander gekommen, weil für mich ist hier links, aber für dich ist hier links. Also links, Mitte, rechts. Die LCR-Mix-Methode, falls du davon noch nie gehört haben solltest, kann ich dir hier oben gerne mal ein Video verlinken. Nur so viel. Man reduziert seine Möglichkeiten auf nur 3 Panorama-Einstellungen und kann damit im Mix relativ zügig schnelle Entscheidungen treffen und sorgt auf der anderen Seite auch für ein klareres Mixbild, indem man im Prinzip nur links, Mitte und rechts mischt. Das Gleiche machen wir heute auch mal beim Hall. Reduzieren also unsere Möglichkeiten. Wir nutzen dafür ein kostenlos bei der DAW mitgeliefertes Hall-Plugin und nutzen da dann 3 verschiedene Raumcharakteristika, die wir uns gleich in der Session dann auch mal noch genauer angucken. Wir benutzen einmal einen ganz kurzen Raum, also im Prinzip etwas, was unserem Signal nur so grob den Eindruck verleiht, dass wir in einem Raum sitzen. Dann benutzen wir einen Kammersound, der einen etwas größeren Raum macht und ein bisschen mehr Größe vermittelt, was hinter dem Instrument oder der Stimme sein kann. Und wir benutzen einen etwas längeren Nachhall, der so eine Nachhallfahne hinten dran machen kann. Und die Kombination aus diesen 3 reduzierten Hallräumen, wenn man sie so nennen möchte. Die Kombination aus diesen 3 sind so komplex und so unendlich viele, dass wir damit nahezu alles abbilden können, und zwar mit den kostenlosen Plugins und mit nur 3 Möglichkeiten, mit nur 3 Reglern. Und wie das gleich funktioniert, schauen wir uns in der Session an. Da bist du also herzlich eingeladen, jetzt mit rüberzukommen. Vorher natürlich, wenn dir dieses Video gefällt, dann freue ich mich, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben, oder wenn es dir nicht gefallen sollte, weißt schon, ne? 2-mal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Aber ich zeige dir jetzt mal, wie du mit 3 kostenlosen, günstigen und reduzierten Möglichkeiten im Hallbereich jeden Mix aufpimpen kannst. Also los geht's. So, da sind wir schon in der Session, und bevor wir so richtig durchstarten können, müssen wir erstmal eine kleine Vorbereitung treffen. Das heißt, wenn du diesen Trick auch nachvollziehen möchtest, in deiner DAW oder in deinem nächsten Mix anwenden möchtest, dann solltest du auch diese gleiche Vorbereitung treffen. Ich habe ja schon gesagt, dass wir der Einfachheit halber mit 3 verschiedenen Hallcharakteristika arbeiten. Einmal mit einem Raum für den etwas kleineren Nachhall, dann mit einer Kammer für den etwas größeren, längeren Nachhall und mit einem Hall, mit einer Konzerthalle für den richtig langen Nachhall. Diese 3 müssen wir also vorbereiten, und ich habe zu dem Zweck schon mal 3 Busse vorbereitet, die ich entsprechend auch benannt habe. Hier einmal Raum, einmal Kammer und einmal Hall. Und damit natürlich auf diesen Bussen dann auch dieser entsprechende Sound generiert wird, brauchen wir natürlich ein Hall-Plugin. Da kannst du das Plugin deiner Wahl nehmen, vielleicht eins aus deiner DAW oder eins, was dir besonders gut gefällt. Hauptsache, es liefert genau den Sound, den wir brauchen. Wir sind hier auf dem Raum-Bus, und dementsprechend habe ich hier bei dem Chroma Verb, was hier mitgeliefert wird bei Logic, habe ich hier einen Raum eingestellt. Das ist ganz
praktisch. Man kann hier auf diesen Knopf klicken und dann kann man hier aus verschiedenen Charakteristika auswählen. Hier Raum, Kammer, Konzerthalle, Theater und so weiter und so fort. Ich brauche jetzt hier aber erstmal nur den Raum und habe dann entsprechend, weitere Knöpfe brauche ich fast gar nicht, nur noch hier die Nachhallzeit eingestellt. Und die habe ich mit 0,5 Sekunden sehr kurz eingestellt, weil wir wollen ja beim Raum einen sehr kurzen Nachhall haben, im Prinzip den Klangeindruck eines ganz normalen Raumes haben. Das heißt, wenn du jetzt nicht so ein Plugin hast, wo du so kurz und schnell einstellen kannst, dann guck mal in deinen Presets, ob du da irgendwo ein Preset findest, wo steht Raum und dann Nachhallzeit nicht länger als eine halbe Sekunde. Probier das einfach mal aus. Wichtig ist in dem Zusammenhang noch, dass du hier natürlich das Mixverhältnis zwischen trockenem, also dem trockenen Signal ohne Hall und dem nassen Signal wet, also hier dem nassen Signal mit Hall, dass du das so einstellst, dass du kein trockenes Signal, aber 100% nasses Signal hast. Wir hören jetzt mal rein, wie dieser Raum klingt. Ich habe hier mal eine Stimme vorbereitet und jetzt kriegst du mal einen Eindruck davon, wie dieser Raum wohl klingt, wenn man ihn zu 100% reindreht. Wir machen natürlich gleich ein bisschen weniger, aber damit du es mal zur Veranschaulichung gehört hast, drehen wir das erstmal voll auf. Also solo klingt die Stimme mit diesem kompletten Raum so. Aber lass mich dir sagen, ich lieb dich, dass ich an dich denke all die Zeit. Münsterland, ja, du rufst mich. Ja, du kriegst schon einen Eindruck davon, wie das klingt. Ein relativ kompakter Raum, relativ kurze Nachhallzeit. Das ist also dieser Sound, den wir von diesem Bus erwarten. Als nächstes gehen wir mal auf den Kammerbus. Und da habe ich natürlich auch wieder das Chroma-Verb genommen, der Einfachheit halber dann hier auf Kammer gestellt. Und habe dann hier die Nachhallzeit aber jetzt mal auf 1,6 Sekunden gestellt. 1,5 Sekunden, irgendwie so eine mittlere Nachhallzeit auf jeden Fall, die diesen Effekt dann schon etwas größer wirken lässt. Aber eben nicht so richtig lang, sondern wir wollen nur einen großen Klangcharakter haben. Und ich spiele dir auch den mal vor, wie der Solo klingt. Aber lass mich dir sagen, ich lieb dich, dass ich an dich denke all die Zeit. Münsterland, ja, du rufst mich. Ja, schon deutlich größer als der Raum gerade, schon deutlich länger im Nachhall, aber eben nicht dieser richtig lange Hall, den man aus der Kirche zum Beispiel kennt oder sonst was irgendwie. Also irgendwie so zwischen langem Nachhall und Raum dazwischen anzusiedeln. Auch da wirst du sicherlich was in deinen Presets finden, falls dein Plugin nicht so auf Anhieb was anbietet. Dritter Bus, dann die Halle, die Konzerthalle entsprechend dann hier mit dem Preset Concert Hall vorbereitet und die Nachhallzeit in diesem Fall jetzt mal auf fast 4 Sekunden gestellt, also schon richtig lang. Musst du mal experimentieren, wie lange das bei deinem Song funktioniert, ist auch so ein bisschen tempoabhängig. Aber hab keine Angst, das kann eigentlich nicht zu lang sein, denn wir werden ja nur ein bisschen davon reindrehen. Wie es zu 100% klingt, können wir uns ja auch mal eben anhören. Das ist dann quasi dieser Sound. Aber lass mich dir sagen, ich lieb dich, dass ich an dich denke an die Zeit. Münsterland, ja, du rufst mich. Na, und du stellst jetzt schon fest, da ist schon richtig lange Nachhallzeit. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, wir benutzen natürlich nicht 100%, das wäre ja viel zu viel, dann ist der komplette Mix nur noch Matsch und besteht nur noch aus Hall. Das heißt, es kommt jetzt darauf an, wie viel wir von den einzelnen drei Halltypen unserem Signal eigentlich hinzumischen. Und das schauen wir uns jetzt mal am Beispiel von einer Stimme an, wie man das genau machen kann, damit du einen Eindruck davon kriegst, wie das Prinzip von diesem Trick funktioniert. Denn das Prinzip ist, dass wir aus diesen drei Möglichkeiten, aus dem Raum, der Kammer und der Halle, aus diesen drei reduzierten Möglichkeiten jetzt schöpfen und einfach da ein Verhältnis herstellen, ein Mix-Verhältnis herstellen, das dann den gewünschten Raumeindruck macht. Und ich kann dir nur noch mal empfehlen, dir das Video mit den Prinzipien der Tiefenstaffelung anzuschauen, dann wirst du schon grob verstehen, was du hier machen musst. Zur Erklärung aber, wenn wir einen Sound haben wollen, der relativ nah am Zuhörer dran ist, dann ist das ein Sound, der relativ viel Raumeindruck dabei hat, also diese direkten Reflexionen aus dem engen Raum, aber weniger von der Kammer und noch weniger direkten langen Nachhall. Das heißt, wenn du etwas vorne haben möchtest, gibst du mehr Raum drauf, weniger Kammer und noch weniger Nachhall. Wenn du es ein bisschen weiter nach hinten stellen möchtest im akustischen Klangeindruck, dann machst du es ein bisschen leiser, Tiefenstaffelung, und gibst dann weniger Raum, dafür ein bisschen mehr Kammer und auch ein bisschen mehr Halle. Und wenn du es noch weiter nach hinten stellen möchtest, machst du es vielleicht noch ein bisschen leiser und gibst dafür keinen Raum mehr dazu, dafür noch mehr Kammer und noch mehr langen Nachhall. Und das Verhältnis, du siehst schon, es verschiebt sich immer mehr Richtung des langen Nachhalls, je weiter das nach hinten packen soll, je weiter das hinten stehen soll. Und so ist das relativ zügig erklärt.
Wir probieren das einfach mal am Beispiel dieser Stimme aus und hören uns jetzt einfach mal an, wie es klingt, wenn man ganz subtil diese drei verschiedenen Halltypen hinzugibt und so Stück für Stück quasi die Räumlichkeit um den Sound drumherum baut. Und ich werde dir das jetzt so zeigen, dass wir uns erstmal überbetont das jeweilige Hall-Plugin anhören. Dann drehe ich es runter auf ein Maß, was ich für richtig halte. Und dann schalte ich mal A und B, also an und aus. Und du kannst mal hören, was das mit dem Sound eigentlich macht. Und wir fangen mal an mit dem Raum, hören uns das mal solo an hier. Und normalerweise solltest du das nicht solo machen. Wir zeigen das jetzt nur zur Veranschaulichung. Am besten, du machst das, was ich jetzt mache, zusammen mit deinem Playback. Weil dann kannst du am besten einschätzen, wann du zu viel oder zu wenig vom Hall reingedreht hast. Aber damit du es jetzt klar hören kannst, würde ich dir empfehlen, Kopfhörer aufzusetzen oder eine gute Abhöre zu haben. Und jetzt hören wir mal, wie das klingt, wenn ich den Raum dazu gebe. Aber lass mich dir sagen, ich lieb dich. Also es ist viel zu viel. Dass ich an dich denke all die Zeit. Jetzt zurück. Münsterland, ja, du rufst mich. Und jetzt komm ich wieder so heim. Jetzt mach ich mal an und aus. Wenn ich ein Fremder werden sollte, mehr als traurig das mich macht. Münsterland ist doch alles, was ich je... Und sobald ich es anmache, merkst du, dass so ein kleines bisschen mehr Größe dazu kommt, dass es ein bisschen dreidimensionaler klingt. Aber wir haben ja jetzt nur ein bisschen Raum da drauf gegeben. Nehmen wir mal die Kammer hinzu und hören uns mal an, wie das klingt. Also erst wieder viel, dann angemessen und dann AB. Aber lass mich dir sagen, ich lieb dich, dass ich an dich denke viel zu viel, ne? Zeit. Münsterland, ja, du rufst mich. Und jetzt komm ich wieder heim, wenn ich ein Fremder werden sollte, mehr als traurig das mich macht. Münsterland ist doch alles, was ich jemals hab. Und auch hier kommt sofort ein kleines bisschen mehr Größe dazu, es wirkt ein bisschen plastischer und nur dadurch, dass wir jetzt den Raum und die Kammer dazu gegeben haben, wirkt das Signal schon insgesamt deutlich konsistenter. Wenn wir es jetzt mit der Gitarre zusammen abhören würden, würde es sich auch schon besser einfügen. Vertrau mir, wir hören uns gleich den AB-Vergleich nochmal genau an, gehen wir jetzt aber erstmal zur Konzerthalle, zum langen Nachhall und gucken mal, wie viel wir davon noch dazu mischen können. Also gleiches Prinzip, starten wir wieder von vorne. Aber lass mich dir sagen, ich lieb dich, dass ich an dich denke all die Geht Zeit. Zu viel? Münsterland, ja, du rufst mich. Und jetzt komm ich wieder heim. Wenn ich ein Fremder werden sollte, mehr als traurig das mich macht. Münsterland ist doch alles, was ich jemals hab. Jetzt haben wir also unsere drei verschiedenen Raumtypen dazugegeben und haben dafür gesorgt, dass unser Signal insgesamt weniger trocken und deutlich plastischer wirkt. Es wirkt deutlich mehr, als wenn es in einem echten Raum, in einer richtigen Räumlichkeit drin steht. Aber das war jetzt solo. Ich habe dir ja gesagt, mach das am besten im Mix. Wir hören uns jetzt mal an, was es tatsächlich ausmacht. Erstmal solo, was es ausmacht, wenn ich alles ausmache, alle drei, und dann wieder anmache. Und dann hören wir uns das im Mix mit den Gitarren mal zusammen an. Und du wirst verblüfft sein, wie groß der Unterschied zwischen dem trockenen und dem dann mit diesen drei Stufen zusammengemischten Signal ist. Also erstmal ohne in Solo und starten wir mal. Aber lass mich dir sagen, ich lieb dich, dass ich an dich denke all die Zeit. Münsterland, ja, du rufst mich. Und jetzt komm ich wieder heim. Wenn ich ein Fremder werden sollte, mehr als traurig das mich macht. So viel in Solo, jetzt mit der Gitarre zusammen. Und ich bin mal sehr gespannt. Wie du siehst, habe ich hier bei der Gitarre den gleichen Trick auch schon durchgespielt. Das heißt, du kannst das mit jedem Instrument, vielleicht nicht mit Bass, Drum und Bass, aber mit allen anderen Instrumenten kannst du das theoretisch auch so spielen. Schlagzeug solltest du vielleicht als eins betrachten. Aber du kannst so jedes Instrument in deinem Mix betrachten und passend in deinem Raum platzieren, den du dir jetzt hier zurechtgestellt hast. Du siehst, hier habe ich zum Beispiel bei dem einen Signal ein kleines bisschen mehr Raum dazu gegeben, ein bisschen weniger Kammer, ein bisschen mehr Nachhall. Und habe dann hier bei der anderen Gitarre, die ich hier habe, bei dem anderen Gitarrensignal weniger Raum, dafür noch ein kleines bisschen mehr Nachhall gemacht. Und hier bei den Doppelungsstimmen weniger Raum, dafür mehr Nachhall. Die sollen ja auch ein bisschen weiter dahinter stehen und so weiter. Und bei unserem Chor hier hinten siehst du, dass ich da das Signal noch weiter nach hinten gestellt habe, noch weniger Raum, dafür mehr Kammer und noch mehr Nachhall. Und so ist das Prinzip relativ zügig erklärt, ne? Habe ich ja gerade schon mal erzählt. Jetzt hören wir uns das Ganze nochmal am Beispiel mit der Gitarre an. Erst den Gesang komplett trocken und dann gebe ich ihn mal hinzu. Aber lass mich. Na, müssen wir das Solo auch ausmachen, ne? Haben wir die Gitarren? Da sind die Gitarren.
Und dann hören wir mal, wie es klingt. So. Aber lass mich dir sagen, ich lieb dich, dass ich an dich denke all die Zeit. Münsterland, ja, du rufst mich und jetzt komm ich wieder heim. Und deswegen sollte man nicht in Solo einstellen, es ist mir zu viel Kammer und es ist mir zu viel Hall. Die habe ich jetzt hier mal rausgeredet und jetzt nochmal AB. Aber lass mich dir sagen, ich lieb dich, dass ich an dich denke all die Zeit. Münsterland, ja, du rufst mich und jetzt komm ich wieder heim. Wenn ich ein Fremder werden sollte, mehr als traurig, dass mich mag. Ich finde, es wird deutlich plastischer und wir hören uns jetzt mal an, wie dieser komplette Mix mit allen Stimmen und so weiter ohne die drei Hall-Plugins klingt, wo ich die entsprechenden Einstellungen ja schon vorgenommen habe und dann schalte ich sie mal dazu und ich bin mal gespannt, wie dir das gefällt. Wir nehmen also die Doppelungsstimmen jetzt wieder dazu und wir nehmen den Chor wieder dazu. Ich mache aber die Hallräume jetzt erstmal aus. Du siehst jetzt hier also Mute für den Raum, Mute für Kammer und Mute für den Hall. Wir hören es uns jetzt also trocken an und dann schalte ich es mal an und ich bin mal gespannt, wie dir das gefällt. Also von vorne ohne Hall, aber alle Instrumente. Aber lass mich dir sagen, ich lieb dich, dass ich an dich denke all die Zeit. Münsterland, ja, du rufst mich und jetzt komm ich wieder heim. Wenn ich ein Fremder werden sollte, mehr als traurig, dass mich macht. Münsterland ist doch alles, was ich jemals hab. Und du hörst mit nur drei verschiedenen unterschiedlichen Hallräumen in verschiedenen Längen. Kannst du deinen kompletten Mix bearbeiten, kannst jedes Signal passend in deinem Mix platzieren und dafür sorgen, dass jedes Teil, jedes einzelne Signal seine eigene Räumlichkeit bekommt und sich trotzdem in diesen drei Dimensionen, in diesen drei verschiedenen Hallräumen bewegt. Also reduzieren der Möglichkeiten auf nur drei verschiedene Hallräume und damit kannst du dafür sorgen, dass dein Mix demnächst deutlich dreidimensionaler klingt, als es bisher vielleicht der Fall gewesen ist. Schreib mir gerne mal deine Erfahrungen, hoffentlich auch deine Erfolge unten rein. Ich würde mich sehr freuen, wenn das zu Erfolgen führt, denn das wäre nämlich dann auch der nächste Schritt in Richtung Welthit. Ist klar, wir haben ja die Mission Welthit. Und dann, wenn du damit fertig sein solltest, erfolgreich sein solltest und so weiter, dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!